Moin und herzlich willkommen zu FIFA 23. Wie auch bei den vorangegangenen Jahren wird es auch hier wieder eine Karriere mit Werder geben. Und als PC-Spieler bin ich jetzt mal besonders motiviert, dass das jetzt auch alles endlich mal Next Gen Sachen hat und man nicht wieder nur eine benachteiligte Version im Vergleich zu den Konsolen hat. Wir machen eine neue Karriere. Ich habe eben nur noch ganz kurz reingeschaut. Und das hier ist ja das zweite Video in der Reihe. So, das erste, die Saisoneröffnung, die habe ich jetzt einfach schon mal komplett davor gesetzt und deswegen, wir sind quasi eigentlich noch kurz vor dem Spiel und ich werde dir einfach noch ein paar organisatorische Sachen sagen und so. Wir stellen uns einen neuen Trainer und ja, in der Tradition der vorangegangenen Teile, da fand ich hier, er sieht doch ganz gut aus und passt gut zu den anderen. Mr. Herzopolis. Ja, ich weiß, merkwürdiger Name. Am Anfang war es ein Witz bei den vorangegangenen Karrieren. Inzwischen ist es halt so. Was ich auch schon geguckt habe, die davor hatten immer einen lustigen Hut, aber hier kann man anscheinend gar keinen Hut, also wir können kurz reinkauen. Beim Kopf ist einfach nur Gesichtsform und Outfits. Auch ein paar spannende Sachen, aber ich habe keinen Hut gesehen. Naja, das ist natürlich auch nur am Rande weiter. So, wir nehmen authentischen Verein. Werder. Gut, Schwierigkeit, also Legende, aber ohne Wettkämpfermodus. Den finde ich einfach nur anstrengend. Halbzeitlänge 6 Minuten, aber wie auch in vorangegangenen Karrieren werde ich dann die allermeisten Spiele auf ihre Highlights zusammenschneiden und ein bisschen kommentieren. Wobei, ihr hört es wahrscheinlich schon, meine Stimme ist vielleicht ein bisschen anders als die, die man sonst kennen würde, die FIFA spielen, ein bisschen ruhiger und nüchterner. Aber ich denke schon, es wird mal ein paar Zuschauer finden, gehe ich stark von aus. Ansonsten Euro, das alles Verhandlungshärte. Ja, Verhandlungshärte ist auch so eine Sache, denn wie auch in den letzten Karrieren immer, Saison 1 wird ohne Transfers gespielt. Wirklich mit dem Kader, der auch in Real da ist, um mal zu schauen, wie weit man kommt. Höchstens ist es erlaubt, vielleicht noch Jugendspieler, die Potenzial haben, hier und da einzusetzen, aber keine Transfers. Und wenn wir dabei sind, die erste Saison wird so gespielt. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie lange das Projekt gehen wird. Da gehe ich auch ein bisschen nach den Zahlen. Also höchstwahrscheinlich noch eine zweite Saison, vielleicht eine dritte. Wir schauen einfach mal. Das wird dann so laufen, dass man wahrscheinlich dann nachher pro Folge 2, 3, 4 Spiele hat. Dann eben zusammengeschnitten, versteht sich. Und von meiner Spielweise, ich bin auch immer sehr auf die Spiele fokussiert. Das heißt, wir werden auf die Tabellen schauen, auf die Aufstellung, aber ansonsten vor allem die Spiele haben. Und Nationalmannschaften gehe ich eh nie drauf ein. Kann man deaktivieren. Transferfenster. Aktiviert, ja. Können ja alle Anfragen ignorieren. Das Lustige ist ja irgendwie, dass ihr jetzt quasi schon wisst, wie das erste Bundesligaspiel ausgeht, von der Reihenfolge her, wie das hochgeladen wird, während ich es noch nicht weiß. Also mich jetzt nicht spoilern, nein. Natürlich, ja, ich habe eben kurz mal testweise alles angeguckt. Ich werde ja gleich für mich einen Cut machen, dann das Spiel aufnehmen und danach quasi dann wieder an dieser Folge arbeiten. Meine Damen und Herren, hier ist der neue Trainer. So, das Vorbereitungsturnier, das aber dann auch eher theoretischer Natur ist, sage ich mal. Sonst kann man ja das Geld immer gut nutzen für Transfers oder so. Aber wie gesagt, es wird erstmal keine geben. Wir können uns ja noch einen Moment die Menüs anschauen. Vor allem gibt es was Nennenswertes Neues. Wir haben das Training, Fitness, Bissigkeit, Moral. Ich glaube, wie man es auch schon vorher kannte, hier ein paar Nachrichten. Tabelle, wobei... Seit wann sind 5 Mannschaften im Vorbereitungsturnier? Es waren auch sonst immer 4. Ein Wochenplan. Wir haben ein paar Ziele. Okay, verpflichte Jugendspieler. Das ist ja noch in Ordnung von den Zielen her, bei den neuesten Zielen. Ich nehme mal an, die können wir woanders aber noch näher sehen. Weil es gerade neu ist, gucken wir mal kurz die Menüs durch. Wir haben unsere Aufstellung, Taktikvorlagen hier, Jugend. Also es sieht vielleicht optisch leicht aus, aber inhaltlich scheint mir das doch sehr, sehr stark an die FIFAs auch der letzten Jahre angeglichen zu sein. Okay, wie immer, wenn man es das erste Mal öffnet, kriegt man noch ein paar Hinweise hier und da. Und noch ein paar Hinweise. Schon jetzt sagen, dass ich es noch auf 4-4-2 umstellen werde, weil ich eigentlich immer mit 4-4-2 spiele. Ich bin das System einfach extrem gewohnt.
Machen wir weiter. Transfers. Nicht, dass ich welche machen werde, nur, dass man die Menüs ein bisschen sieht. Ich glaube, da wird man sich schnell wieder zurechtfinden. Um unser Budget, wie man anscheinend in der Woche ausgeben darf. Statistiken und alles. Und was können wir anpassen? Achso, den Trainer kann man hier auch noch anpassen. Die Spieler ein bisschen allgemein und speichern. Ja, also so weit, so gut, dass hier schon mal ein bisschen zur Einleitung. Ja, ich würde sagen, dann mache ich jetzt mal einen Cut und dann sehen wir uns dann nach dem Moment wieder, wenn das erste Bundesligaspiel durch ist. Wie gesagt, ohne Transfers, die es nicht gibt und das Anfangsturnier nutze ich einfach ein bisschen zur Übung. Ist an dieser Stelle erstmal nicht viel sonst zu sagen. Dann gehe ich ein bisschen darauf auf Mannschaft ein und alles, wie ich sie letztlich aufgestellt habe. Und dann, ja, machen wir einen Cut. Na, das geht ja gut, ging ja gut los. Man sieht es in der Tabelle. Also ich fand, das war vom Ergebnis viel eindeutiger her als vom Spiel am Ende. Aber ja, es ist ja jetzt auch in der ersten Folge. Also da könnt ihr euch im Zweifel auch ansehen, wenn ihr es bis jetzt noch nicht getan habt. Auch wenn ihr jetzt ein bisschen gespoilert seid vom Ergebnis. Aber das war ein bisschen heftiger. Das Ergebnis. Das Spiel an sich war eigentlich besser, als es jetzt aussah. Ansonsten können wir hier noch ein paar Sachen besprechen. Also ich würde sagen, wie gesagt, wir besprechen ein paar Sachen. Und dann bringe ich noch die Partie Bremen gegen Leipzig hier hinten ran. Nur noch geschnitten, aber noch mit den FIFA-Kommentatoren. Und dann ab der nächsten Folge die Spiele geschnitten und dann selbst kommentiert. Naja, zur Mannschaft. Falls ihr die dann auch gesehen habt, warum stehen die jetzt so, wie sie stehen? Einmal 4-4-2. Ist einfach das System, das ich mir über die Jahre angewohnt habe. Dann vorne Füllkrug und Duxch. Normalerweise hatte ich es immer vorher, dass man einen schnellen hat und einen, ja, der sich mehr körperlich durchsetzen kann. Jetzt, na gut, er hatte man eine 70. Aber trotzdem, da war halt früher Rashica. Mit was hat er? 80, 90? Ich weiß nicht mehr so ganz genau. Aber ich versuche es mal so mit den beiden. Wir haben natürlich Berg auf der Bank. Der bringt dann auch mal so richtig Tempo rein. Und Goller auch noch als zweiten Stürmer auch auf der Bank. Das heißt, wir haben quasi zwei mit Tempo. Aber ein bisschen her von den Werten, ja, auch nicht ganz so gut sind. Und deswegen Füllkrug und Duxch am Anfang auch, wenn ich sonst, wie ich es früher gespielt hatte, eher dann Birk oder Goller wahrscheinlich am Anfang hätte. Mittelfeld, Schmied. Deswegen ist einer hier in der Offensive mal wirklich ganz gut vom Tempo her. Vom Anfang an ist er mit drin. Kurs, ja, denke ich eigentlich auch klar mit drin. Und bei den anderen habe ich dann auch halt auch so ein bisschen geguckt, wie FIFA die Werte umgesetzt hat. Im Mittelfeld, also da war dann nicht so die größere Planung dabei. Dann haben wir ansonsten hier auch noch einige auf der Bank mit dabei. Lekovic, Rapp und ein Boom. Die können ja dann zum Teil auch mit in der Innenverteidigung oder in der Verteidigung oder Außenverteidigung spielen. So, dann, ne? Ihn wieder hoch. In Verteidigung Pieper und Friedl ist, denke ich, ganz solide. Weiser, mal ein Tempo von 74, gut jung. Auch, gut, er ist linker Außenverteidiger, jetzt Linksverteidiger, das passt schon. Tempo 68 für Außen, kann aber halt schon ein bisschen eng sein. Dann überlegen, ob man nicht doch Agu vielleicht für ihn reinbringt, Tempo 84. Es gab jetzt schon ein paar Situationen, wo ich mir gewünscht hätte, dass der Außenverteidiger, sage ich mal, schneller wieder da wäre und dann geht Jung erstmal wieder auf die Bank und natürlich Pavlenka im Tor. Ja, auf der Bank. Wir haben zwei Stürmer, ein paar Mittelfelder, die aber zum Teil auch in der Verteidigung aushelfen können und noch einen Reihenverteidiger und einen Keeper und das passt so. Würde ich sagen, ja. Dann hier manchmal, den ich jetzt nehme, Groß hätte ich sonst auch gerne mitgenommen, aber so wie FIFA das gerade umsetzt, ist Stark dann ja doch ein gutes Stück stärker. Naja, so ist das mal deswegen erstmal die Aufstellung zustande gekommen. Wir können natürlich im weiteren Verlauf noch schauen, wenn sich mal wer verletzt, gesperrt wird oder so. Oder es so absolut nicht läuft, wie man dann noch ein wenig umstellt. Gut, was könnten wir uns noch angucken? Hier, den Jugendstab. Also wenn schon ist, dass halt keine Transfers erlaubt sind, aber Jugendspieler zumindest, wenn man irgendwelche tollen Talente hat, dann habe ich gleich mal ein paar Scouts losgeschickt. Und hin und wieder, wenn die mal jemanden gefunden haben, der auch schon in der Jugendakademie ist und
wirklich gut das Potenzial hat, dann schauen wir uns das auch mal kurz an. Jetzt einfach die Berichte immer abgasen und so und zu schauen, ach, da ist mal einer mit 90er Potenzial, der dann nach 3 Monaten doch oder 2 Wochen oder ich weiß nicht, wann das besser eingeschätzt wurde, nicht mehr genau, doch wieder darunter geht. Das finde ich ein bisschen zu kleinteilig. Wie gesagt, ich möchte vor allem die Spiele machen. Wenn es hier mal was Großes gibt, können wir da aber auch gerne vorbeischauen. Ansonsten, ja, Finanzen. Schauen, wo waren nochmal die Ziele? Dass wir uns die mal angucken. Na, hier ganz vorne waren sie natürlich. Also. Den Wert des Vereins, ja, aber das ist langfristig, das passt schon. Abstieg vermeiden und Runde der letzten 16, das ist soweit in Ordnung. Nachwuchs, verpflichte Jugendspieler und setze sie ein, das kann man durchaus schaffen. Markenpräsenz, das ist natürlich nicht zu schaffen, wenn man jetzt in der ersten Saison keinen Spieler kaufen will, ist aber auch nur Mittel. Sehr hoch sind die Finanzen. Gut, wenn man hier nicht so viel ausgibt, dann ist das zu packen und das ist im Zweifel über 2 Saisons in Ordnung. Hier einfach nur DFB-Pokal, jo. Und den Abstieg vermeiden, das passt auch. Und Mittelpräsenz ist auch soweit in Ordnung und hier keine Ziele. Da bin ich auch ganz zufrieden mit. Das heißt, wir vergessen jetzt einfach mal, wie der Auftakt gelaufen ist. Immerhin spielen wir jetzt mit Leipzig gegen einen Tabellennachbarn. Das Spiel werde ich hier dann noch hinten dran schneiden. Denkt dran, da sind jetzt noch die FIFA-Kommentatoren drin und das ist ein bisschen geschnitten. Und dann ab der nächsten Folge, die nächsten Spielen, die werden auch wieder ein bisschen geschnitten. Und ab dann werde ich selbst kommentieren. Ja, dann also auf in die Partie gegen Leipzig, beziehungsweise gibt es hier noch zeigen. Ich denke eigentlich nicht, also auf ins Spiel. Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zu dieser heutigen Partie. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir ist auch heute wieder der Kollege Frank Buschmann. Das ist jetzt eine Chance. Weiter gefährlich. Legt sich den Ball hin. Gleich kommt die Ecke rein. Jetzt die Ecke. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Er spielt steil. Er bringt sie schon früh in diesem Spiel in Führung. Tor. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Für Stuttgart. Neuer Spielstand damit 1:0. 11 Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank für die Info. Gute Chance. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Wir sehen das frühe Pressing. Toller Pass. Gut in den Lauf gespielt. Er macht das Tor und bringt sie hier mit 2 Toren in Führung. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Leonardo Bittencourt. Da hat er die Chance. Kein Problem, den hat er. Oh, kein Tor gibt's doch nicht. Forsberg. Oh, das gibt Elfmeter. Jetzt können Sie den Rückstand hier auf ein Tor verkürzen. Und jetzt gibt's Elfmeter. Und gelb für das Foul auch noch. Jetzt kommt der Wechsel. Die Chance, hier auf ein Tor zu verkürzen. Da ist er drin, der Elfer. Boah, was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druckvoll, ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Ja, wartet einen Moment. Ball wird abgeblockt. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht.
Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Leipzig über außen. Dani Olmo. Die Riesenchance. Der ist drin. Ausgleich. Ein ganz starkes Comeback nach 2 Toren Rückstand. Er ist da noch dran, aber es reicht nicht mehr. Werder Bremen macht Druck. Er zieht ab. Wichtig, den Ball hat er sicher. Saka. Saka. Tor. Und jetzt liegen sie hier vorne. Was für eine Aufholjagd. Ist es wirklich zu fassen? Boah, was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druckvoll, ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Hochklassige Partie. Werner, klasse Chance. Tor für Leipzig. Den Ball hat er gut geholt. Tja, das dürfte es nun endgültig gewesen sein. Ja, der Aufstand bisher so bescheiden. Immerhin mal 2 Tore geschossen, aber dann gerade die zweite Halbzeit gegen Leipzig lief irgendwie schlecht und nächste Woche also gegen München, was soll da schon schief gehen, aber danach Bochum fällt endlich mal als machbarer Gegner und ich bin auch ein bisschen am Reinkommen und alles. Also die ersten Ergebnisse, ihnen war ja auch ein gutes Stück Pech dabei, nicht mal wenigstens ein einziges Tor zu kriegen. Also ich denke, es wird noch besser. Und das Saisonziel nur die Klasse zu halten. Naja, und damit dann an dieser Stelle schauen wir noch schnell auf die Tabelle. Wobei, was will man groß sehen? Ja. Ja, was will man schon groß sehen? Ach, Hoffenheim ist ja gerade auch ganz oben. Frankfurt auch ganz gut. Bayern. Ja, und Hertha und Leipzig haben natürlich auch mit die besten Gegner anscheinend am Anfang. Wobei die haben hier nur, obwohl die haben ihr anderes Spiel verloren. Naja, wie auch immer. Es wird schon wieder besser und dann damit an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.